Wollen Sie sehen, was ich hier habe für Sie? Hola! Ah, Tony, 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 komm her! Hab hier Brandepfeile! Keine Brenne, Brenne, Brenne! Ah, Tony, Brenne! Brenne, Tony! Oh, Tony, ich habe gedacht, wir wären Freunde. Sie, Senior. Ah, war falsch daneben. Tut mir leid. Nix da. So. Meins. Mhm. Haben wir wieder einen getötet. Oh, für Opfer. Verstehe ich jetzt auch. Nee, den will ich verfolgen. Sticks? Naja. Rang 9. Cassandra, die Adlerfrau. Oh, süß. Boah, Level 40. Das ist aber dann bad. Unentdeckt. Okay. Jetzt brauchen wir jetzt mal wieder Questies. 4088. Verbessere den scheiß Sperr. Ja, ist klar. Den Fell abgeben. Da können wir eigentlich auch mal kurz noch das ganze Sache gucken. Wir machen aber erstmal kurz eins. Weil wir theoretisch in der Nähe sind. Praktisch auch. Wir reisen dorthin. Oder wir können diesen killen diesen Typen. Da ist unser Kopfgeld weg. Wir haben Geld gespart. Na? Ist doch ein Vorschlag. Oh, Neppa. Muss mal gucken, fallen, wer das ist. Nee, Bella, halt die Fresse. Du hast, also Bella zurzeit ein bisschen Schuss. Wächst gerade zu Klo, alles sauber, was macht sie? Kackenküche. Dumme, blöde Kuh, du. Ja, da ist ja kein Mittagessen gekriegt. Die kriegt ja die schlechte Woche kein Mittagessen. Die kriegt auch von mir kein Kuscheln mehr. Jetzt sehe ich gerade zwar schon gar nochmal ein. Als bin ich hergekommen, hab Katz genommen, ganz friedlich, hab sie untertragen, für die Scheiße gehoben und hab sie halt auch geschnauzt. So, Punkt. Und da hat sie es nochmal zweimal gemacht und heute war es dann das zweite Mal, insgesamt dreimal. Dann bin ich hergekommen, hab sie im Knick gepackt und hab zurück gesagt, okay, fuck you. Jetzt gibt's noch bald Schelle. Schön, dass er gerade beschäftigt ist. So, Kopfgeld weg. Gut, wir wollten wohin? Wir wollen hier nicht weiter schwächer, deswegen reisen wir schnell hier nach der Statue von Athena. Und da gibt es auch eine Aufgabe, ein Ausrufezeichen. Von Mond zu Mond. Griechische Astronomen schrieben immer genauere Mond-Sonnenzyklen fest und lernten, wie man Sonne und Mondfinsternissen vorhersagt. Cool. Geht auf, geht under, geht auf, geht under, geht auf, geht under. Bewegt sich so. Und nach 20.000 Jahren habe ich Sonnenfinsternis. Instant incoming. Nee, ist also schlecht zu respektieren. Ne? Das haben die früher so hinbekommen. Und ja, das war natürlich eine wirklich Forschungsarbeit intensiv. Wir müssen wirklich gucken, wie verhält sich der Mond, wie steht die Sonne, Scheiß und tralala. Und ja, das war nicht einfach. Das ist bestimmt ein ziemlich mühseliger Job. Göttin des Krieges und der Weisheit, ich frage dich, erfreut es dich, deine Stadt der Schlacht nahe zu sehen? Mit dem hatten wir glaube ich schon mal, ne? Wenn ich es richtig weiß. Hast du es dir überlegt? Tust du jetzt doch das Richtige? Vielleicht. Was wolltest du noch gleich? Ich will, dass du Spartas Befehlshaber tötest. Ach so. Und ihre Siegel als Beweis. Nö. Ich habe Besseres zu tun. Kann man denn nicht umlegen einfach? So easy.
Naja. Geht wohl nicht. Das wird wahrscheinlich das gleiche hier sein. Jemand gegen Sparta? Ich weiß gar nicht, was die haben. So, dann gehen wir mal dahin, da findet man einen Schmied. Ich weiß eh nicht, wo wir da noch nicht waren. Aber Peppo. Peppo, komm her. Los! Los! Vöbel, oder wie es Vieh heißt. Oh, ich habe einen umgerannt, tut mir leid. Ah, sorry. Das war der Stuhl. Glaubst du, ist eine gute Idee, wenn du meinst? Sprengen! Aber nicht so weit. Ach, es ist müde, es schläft gerade nur eine Runde. Okay, cool. Gibt's hier was? Ah, ich hab's doch wieder gehört. Ah, ist Diebstahl. Das hat diesmal keiner mitbekommen, verstehe ich nicht. Warte mal, das ist doch Athena-Gebiet. Sieh. Weil ist gar nichts mehr. Auch so ein Stück Häufchen im Elend. Komm, kleiner Mann, hoch, Kind. So. Wo ist denn da diese Spastille? Da vorne in dem Haus, okay. Würde ihn vielleicht gern umlegen. Nur so. Ah, stimmt, da waren wir noch damals. War es ein Freund von uns? Deswegen kann man den nicht umlegen, kann das sein? Weiß nicht, mein feindliches Gebiet oder so. Wir kommen da glaube ich auch gar nicht rein, das Scheißhaus. Okay, gut, draufgeschissen. Das ist eine Verschwendung von gutem Eisen. Es ist nicht schwer, eine Waffe zu pflegen. Nur fertig. Aha, ist kaputt. Was war denn hier los? Überfall, oder? Boah, ich bin irgendwie vollgestopft, die Welt hier eigentlich ist. Ist echt toll. Ich würde sagen, mal neu entdeckt. Fischerdorf, echt? Cool. Ach, das ist was Fragezeichen, okay. Friends will be friends. Was ist denn die Kleine? Naja. Kurz speichern. Die sieht uns halt einfach nicht, ne? Falls sie das gesehen hätte, werden sie umlegen müssen. Ja, Ma'am, so läuft das Leben halt. Was wollte ich hier jetzt? Wir wollten eh nach Süden, das war's. Dann wollte ich das gleich abholen, das wird schon ein versunkener Ort wieder sein. Und dann müssen wir nach links ab. Boston's Malif. Bauen hier Hopfen an für Bier? Wer ruft eigentlich hey? Aber eine Questgeberin hier ist ja nett, das wird ja markiert, ne? Hoffe ich zumindest. Jo, erstmal zu Mr. Schmied. Ah, hier geht der Weg lang. Ja, Wasservorrat hat er. Hallo. Nee, ne, Gravion verkaufen. So, gut. Komm zu mir, wenn du etwas suchst. Ja, jetzt müssen wir erstmal kurz den Inventar echt abchecken. Ich bin ja gerade echt der Stabmensch. Schwarze, schwere Klinge, das ist halt nicht meins, ne? Das können wir auf jeden Fall zerlegen, das Billigzeug. Den haben wir eben auch, weil er einfach cool ist. Aus dem
55.200. War schon übel. Und ich. Vergleichen mit C. Ja, Matsch, wow. Das ist aber geil. Das ist eine coole Neuerung. Da kann man nicht direkt so vergleichen. Was ist denn nicht früher drauf gekommen? Immer kommt es erst im Nachhinein erst. Das war scheiße. So, was haben wir hier? Ich kann mal den Platz machen. Das ist so Special-Gedöns. Ja, nö, kann aber auch weg. Satz anlegen. Das können wir nicht, weil wir keinen kompletten Satz haben. Das können wir aber zerlegen. Krieger macht 12, Gesundheit, griechischer Schaden 24. Ach, das ist das andere. Ja, nee. Das ist ausgerüstet. Gut, dann kann das weg. Ja. Das können wir nicht zerlegen. Okay, gut. So. Das geht auch wieder nicht. 32 Attentat, das macht Krieger, kritischer Schaden, Nahkampfwiderstand. Achso, ausgerüstet ist ja unseres. Ja, ich verpeile das gerade mal links, ist ausgerüstet. Ah, kann man es da durchswippen einfach. Nö. 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 Naja, dann kann man es jetzt zerlegen eigentlich. So. So. F-Attentat, Krieger, Speerschaden. Ah, Speerschaden ist halt scheiße für uns. Das benutzen wir gar nicht. 12 Krieger, 40% griechischer Schaden mit voller Gesundheit. Scheiße. Das macht aber 12 Speerschaden. Aber 40% griechischer Schaden mit voller. Uff, Alter. Attentat, Feuer, Krieg, ja Gott, kein weg. Dann müssen wir das halt nur upgraden, das geht aber. Spartanisch versunken, Söldner. Söldnerstiefel. Da finde ich hier fast schöner. Das ist ein Bein frei. Nehmen wir das. Griechische Sandalen. Kann ich aber Helm unsichtbar. Detaillierte Werte. Shift, ne? Das ist total krass. 160 Schaden gegen Tiere, Athener, Spartaner, Kriegerschaden, Attentatschaden, Jägerschaden, Schaden mit Schwertern. Mit Speeren haben wir zusätzlich halt, das bringt uns halt nicht viel. Kultisten haben wir was Neues? Ah, sind wir am Rausfinden noch, okay. Und da unten. Brief an Brison. Deine gewimmernden Händen dieses grobschlächtigen Rotbluts M halte in jeder Ecke unseres Schreins wieder. Bewahre dir diesen Schmerz, präge ihn dir ein, lass ihn gären. In meinen Landen braut sich eine Rebellion zusammen. Ich will, dass du eines Tages an meiner Seite kämpfst und alle, die gegen mich aufgebären, diesen Schmerz spüren lässt, den du erdulden musstest oder einen schlimmeren. Wenn wir unsere Pläne in Athen endlich in Gang setzen, wird es niemanden mehr wagen, sich uns in den Weg zu stellen. Die Demokratie wird sterben und ich werde wieder herrschen. Ruhm dem Bund! P. Okay, gleicher Text. An Peter H. Möge das auserwählte blutig leiden. Man munkelt, du folgst der Spur des anderen Kindes der Blutlinie. Locke es zu uns. Komm nach Kydra. Der weiße I ist schon so lange fort und meine zarten Schüler sehen sich nach einer grausamen Hand.
Keine Hand ist so grausam wie deine. Nachdem Anbeterin Z einen Priester an ihre Wölfe verfütterte, wurde sie aus Focus verstoßen. Ich habe sie von ihren Makeln reingewaschen und ich kann das gleiche für dich tun. Blut vergeht nicht. D. Wo ist jetzt hier noch ein Fragezeichen? Ausrufezeichen, hä? Ach, da. Gut, Fähigkeiten. Ein Punkt, können wir uns aufbewahren. Jetzt müssen wir mit dem reden. Verbessern. Sandalen. Ja, kann man machen. 3160, 324, Alter, wie viel? Gravieren. Sandalen. Einzelfall Schadenanteil zu Schaden Tieren, Gift, Feuer. Schaden bei aufgeladenen Angriffen auf den Bogen. Aufladetempo, 3 Stabschaden, Bewegungstempo beim Ducken. 12% Feuerschaden. Ah, das war cool. So. Was passiert, wenn wir das upgraden? Achso, das Gravieren, verbessern. Uff! War gar nicht mal verkehrt, ne? Das geht. Das geht auch noch. Ach, haben wir kurz fast 500 mehr Damage. Holy shit. Das geht, das geht. Haben wir sonst irgendwas Low-Leviges? Nö. Das ist natürlich der übliche Boost. Wir sehen uns später. Okay, Schnuffi. Map. Ich will eigentlich das Tandchen da unten, ne? Ach, das wird ein witziger Weg jetzt. Ich bin gar nicht so weit weg. 827 Meter. LOL. Es ronde, Biste, Mare Mater, Kutre, Apfel, Hundekuchen. Kann natürlich sein, dass es ein High-Level-Gebiet ist und wir sind am Arsch, wenn wir da reingehen. Sehen wir aber dann. Aber bis dahin abwarten, Tee trinken. Wenn wir Glück haben, ist es vielleicht einfach so eine Tante, die einfach easy down geht. Das sind halt 3 Fragezeichen, die holen wir uns noch kurz. Ey, schaust du Pferd an, wenn du Fuddel, Alter. Das war irgendwie ein Lager, das steht fest. Was für eins? Keine Ahnung. So, 80 Meter. Komm schon. Nein, nichts kommt schon. Jetzt lässt das Pferd in Ruhe. Doch, man selber kann sie die. In welchem Gebiet sind wir hier? Okay, wir können schlachten. Hier werden sie besonders wachsam. Ja, ja, bla, bla, bla. Besonders wachsam, bla, bla, bla. Ich weiß, der Täter hier, Leute von den, vom dem Zirkeldach, wie auch immer die nochmal heißen, verstecken, ist ja schon eine Schande. Erledigt. Ah, Jungs. So, sind wir schon zum High Ground und sind ein bisschen geschützt.
Deine Mutter. Erledigt. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir überhaupt eine Alarmanlage haben. Was soll hier noch sein? Ah, guck mal, das ist ein Kopfgeldjäger da hinten. Ist ja süß. Zwei Kriegsvorräte, zwei Schätze, ein Befehlshaber. Wahrscheinlich Kriegsvorrat und der Schatz. Und der andere ist. Da unten. Na, okay. Da liegt wer. Seid wachsam. Flatsch. Da liegt der nächste. Da liegen jetzt drei Stück. Ist immer süß. Die Jungs, ihr habt nichts gesehen. Das machen sie gut. Einfach alles ignorieren, was sie sehen. Lass dich einfach manchmal falle, Kind. Welches Glück schon was machen könntest. Damit verliert Athen weiter an Einfluss. Sieh. Okay, ist nur ein Häuschen, da geht's nicht weiter. Das war jetzt aber knapp. Regie und Hostgang alles. Boah, Junge! Ein Zödling in der Ausbildung. Mach mal doch keinen Schräger! Eifer Bipsch. Da oben ist ein Schatz, okay. Okay, muss ich im Fenster rein. Sieh. Bist du doof? Cassandra? Mikini. Hä? Warum hast du die Seite gewechselt? Drecksack, halt die Fresse. Bitte verrätst mich noch einmal, du Bastard. Headshot. So, da fragt sie bestimmt, wo das herkam. I'm coming home. So, fertig. Das war's. Nice. Dö, macht 3 Sekunden. Brauchen noch ein bisschen Zeit. Schon geil. Einfach alle easy gucken. Und wenn man da taktisch vorgeht, du kannst immer alles platt machen. Die Frage ist, was die Aufgabentafel oder das ist der Synchronisationspunkt? Der Synchropunkt ist eine ganze Weile weg. Und halt, da hinten ist nochmal ein Fragezeichen. Das ist nochmal ein Schatz. Hä? Jetzt gibt's KFC. Töten ein kleines Tier. Ja, da oben den Schatz habe ich nicht vergessen. So ein anderer, den ich gemeint hatte. Ups, mein Fehler. Ja, hä? Lauf doch! Manchmal.
Jetzt kommen wir wegen Diebstahl, dann hau ich die. Ach, Pebble ist immer noch da, ist er nett. 73 Meter. Ist unter uns. Jetzt schon, hä? Ich glaube, wir sind auf die andere Seite. LOL! Aus dem Salto heraus. Krasser Scheiß. Vielleicht deckt sich so gleich auf, wenn wir nach Knuckern sind. Das muss aber unter uns sein, aber wo? Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite vom Berg. Irgendwas wird total umständlich. Oh mein Gott. Look at Terra Park. Wobei, ich die Soße. Geil. Hat sich gelohnt wieder. Silbermine. Und wo ist die? Ich glaube, da unten ist ein Eingang. Okay. Ah, Jungs. Oh, das war verletzt. Komm, bitte ich mal an. Es garantiert kein Licht an. Okay, gehen wir dann los, wir sind Kämpfer. Das wird jetzt richtig witzig. Aha. Oh, komm, Cassie. Der ist aber flink, der Kollege. Wechselst du mal deine Scheißwaffe! Okay, ich kann mich erstmal in den Typ, der geht jetzt auf, jetzt auf die Eier. Was müssen wir hier noch machen? Schätze finden. Okay, kriege ich hin. Weiß man nicht an. Wir sehen mal, sieht es nicht ganz so verdächtig bei uns aus. Ach ja. Pass mal auf. Können wir ja noch abschlachten. Das will doch keiner. Aber wir können ja aber überklettern. Finde ich gut. Wenn ich so hochkomme, ist sie blöd. Die ist blöd. Es ist ein.
Und es geht halt einfach nur. Komm hier drunter, Kegel. Voll scheiße. Oh doch. LOL. Okay, pack. Cassie, danke. So, komm mal runter, ein bisschen mehr Platz. Komm schon. Oh Mann. Bis zum Tod. Die brauchst du echt zum Auflader von dem Schlagisch zum Kotze. So. Ist doch irgendwer Fragen oder ein Problem? Nicht, dankeschön. Eieiei. Mir ist ja ein Anpiss wegen Diebstahl. Ich sag's euch, ich hau euch. So, das andere Schätzele ist irgendwo dahinter. Nix als drehst du. Muck die mal weg. Hey, 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 ist meine Leiche. Oh, halt, warte, da liegt noch Stuff. Kultistenhinweis in der Nähe. Nee, ist ja nur Drachen. Lass es doch, Mann! Ach, da oben. Ja, warten jetzt, spring doch bitte. Sklavenvertrag, Kultistenhinweis. Ah. Ort abgeschlossen, dann lass doch gleich mal gucken. Beutelchen. Nö, wird dann angezeigt, okay. P, öffnen. Da. Enthüllen. Sklaverei ist natürlich. Sie ist notwendig. Der kommt mir bekannt vor. Und im Kosmos gab es einen einzigartigen Mann, der als der Silbergreif bekannt war. Er war nicht wegen seiner Grausamkeit einzigartig, sondern wegen des Talents, andere seine grausamen Willen umsetzen zu lassen. Wer ihn kannte, erzählte, dass er sich selbst als eine Art Lehrmeister verstand. Sklavenhalter lehrte er, wie man andere knechtet und Sklaven, wie man sich unterwürfig zeigte. Sein Lehrmaterial war in beiden Fällen dasselbe, die Angst vor dem Tod. Okay, also ist es ein dummes Arschloch. Auf gut Deutsch, okay, okay. Wissen wir, wo der hausiert?